Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable und zum Halloween Update zur Next Up in Jorvik. Was erwartet uns im gruseligen Oktober alles in Star Stable? Und wir fangen an mit dem 5. Oktober, denn das haben wir ja gerade. Denn unsere geliebte Gruseljahreszeit ist bald da. Staub schon einmal deinen Hexenhut ab und suche nach dem Spinnenweben für dein Kostüm. Die Festung des Galoppierers kommt mit all ihrem Schrecken zurück. Und damit können wir nämlich auch diesen ganzen Gerüchten entgegenwirken, dass der Galoppierer nicht wieder da ist. Denn natürlich ist es ja auch die Festung des Galoppierers. Nutze das Portal, um zur Festung des Galoppierers zu reisen. Hilf einer jungen Hexe mit ihrem unwilligen Kessel. Sammle Zutaten und schau, welche Tränke du damit brauen kannst. Und da auch nochmal zu der Info, zu dem Video, was ich heute schon hochgeladen habe, dass ich euch da schon gesagt habe, sammelt unbedingt schon vorab ein paar der Kräuter, ihr werdet sie auf jeden Fall benötigen. Die Portale zu deinen Lieblingsaktivitäten sind nicht länger verschlossen. Der schaurige Trailritt und das grauenvolle Rennen des kopflosen Reiters sind nur zwei der gruseligen Aktivitäten, die dich erwarten. Und damit haben wir schon mal das Glück, nämlich, dass wir nicht wie letztes Jahr die Sachen freischalten müssen, sondern wir anscheinend dieses Mal direkt in die Aktivitäten reinstarten können. Zwei von unseren Lieblingshexen, Sief und Pi, inspirierte magische Schönheiten suchen uns während unseres mystischen, unheimlichen Jahreszeit auf, nämlich Alvira und Audra. Und sie bringen ihre Haustiere Fen und Tempest mit. Die Flucht vor dem Galoppierer ist wieder da. Geh das Risiko nur ein, wenn du bereit bist, davonzulaufen. Also in Woche 2, wie zu erwarten war, haben wir die neuen magischen Pferde und die sehen... Wow! Wir haben also Sief und Pi. Dann ist das hier also das Sief-Pferd und das hier ist das Pi-Pferd sieht dabei nicht so aus wie Pi, finde ich. Die sehen dabei aus wie das wie Pi irgendwie. Okay. Und danach... Ding, dong, die Hexe ist da. Nimm die neue Herausforderung an. Sie lautet Flucht vor der Hexe. Geh mit der Halloween-Kumpanin auf Süßes oder Saures Tour. Alle Spieler können Linda begleiten und in die Geschichte der mysteriösen Ursprünge des Galoppierers und seiner Stute Morrigan eintauchen. Selbst die Spieler, die diese Quest schon einmal abgeschlossen haben. Rotation der magischen Pferde Dorcha und Solas sind für 5 Wochen zurück. Moment, ist das die alte Questline? Oh no, jetzt wirklich? Der Verwalter hat festgestellt, dass sich 7 Geister auf Jorvik verirrt haben. Er braucht Hilfe dabei, sie zur Festung des Galoppierers zurückzulotsen. Schwelge weiter in den Erinnerungen an die Geschichte des Galoppierers und seiner Stute Morrigan und sieh dir das traurige Ende an. Okay, also... Erstmal, wir scheinen einen sehr geilen neuen Kürbis zu bekommen, nämlich einen Geisterkürbis. Und da sehen wir ihn auch nochmal, der Geisterkürbis. Oh nein, wisst ihr, ich habe ganz, 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 ganz schlechte Vorahnungen. Das ist das identische Halloween-Event wie letztes Jahr. Das absolut identische. Oh mein Gott. Also wir haben anscheinend wirklich nichts Neues. Wir haben die neuen magischen Pferde, die auch echt nice aussehen, auf jeden Fall. Aber das war's. Da können wir eigentlich nur hoffen, dass danach Hollowoods deutlich krasser und pompöser werden wird, dass sie vielleicht da ihre Ressourcen reingesteckt haben. Aber wir können sagen, Woche 1... haben wir die ersten Sachen, also Kessel-Sachen sammeln wieder, wie wir es auch letztes Jahr hatten. Woche 2, die magischen Pferde und auch das Davonlaufen des Galoppierers, also dass man diesen Zettel mitnehmen kann, wie wir es auch letztes Jahr hatten. Dann kommt wieder die Süßes- oder Saures-Tour, aber die war ja letztes Jahr auch schon da.
Und dann haben wir wieder die Ursprünge des Galoppierers. Das hatten wir auch letztes Jahr. Und die sieben Geister. Und hatten wir letztes Jahr nicht schon die Ende von Morrigan-Sache? Ich glaube, das war es schon am Ende. Also dann haben wir wirklich, das ist, glaube ich, das identische Event wie letztes Jahr. Ich glaube sogar in derselben Reihenfolge. Also es sieht so aus, als wäre es wirklich dasselbe Event mit den neuen beiden magischen Pferden. Aber ansonsten ist es tatsächlich dasselbe Event. Das finde ich ein bisschen schade, muss ich ehrlich sagen. Ich liebe das Halloween-Event. Das ist ein sehr cooles Event eigentlich. Ich finde es nur wirklich sehr, sehr schade, dass es bis auf die neuen Haustiere, also den neuen Gruselkürbis, der übrigens super cool ausschaut, der sieht echt mega geil aus, dieser kleine Geister. Ich hätte aber was, wisst ihr, was ich besser gefunden hätte? Wenn es kein Kürbis gewesen wäre, sondern einfach so eine kleine Decke, also so ein kleines Gespenst, das fände ich mega lustig. Also, was können wir dazu sagen? Ja, es ist trotzdem das Halloween-Event, trotzdem gutes Event. Vor allem für neue Leute definitiv ein geiles Event. Für alle Leute, die es letztes Jahr schon erlebt haben, wahrscheinlich ein bisschen enttäuschend. Aber ja, besser glaube ich, als man hätte großartig was Neues probiert und es wäre gefailt. Wir können aber dann hoffen, dass diese großen angekündigten Neuerungen dann alle bei Hollowoods reinkommen werden. Ich bin sehr gespannt. Eure Meinung zum Halloween-Event? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Glad I was a part of it. Someday I will feel alright. Timing felt so right, and we gave it all and gave him a fight. Can you feel the beat of the energy? I loved it all from start. Can you see it clear? All the happy.